Der Hüter des Wissens ist im Bedrängnis. Er ist überstanden. Kommt, eilen wir ihm zur Hilfe. Nö, momentan noch nicht, weißt du, weil hier gibt es noch was zu looten und der Hüter des Wissens ist mir mal Pillepalle. Der ist mir mal sowas von egal. Geht klar. Drachenzahnkeule. Gibt immer noch neue Items hier irgendwie. Ja, das mit denen man allerdings wenig anfangen kann. Weil mit der Kohle kann man nichts anfangen. Craften ist auch ziemlich für den Arsch, ne? Ja. Also viel an Potenzial verschwendet am Ende. So. Ich lasse ihn hier mal looten. Und der Hüter des Wissens kann looten. So. Und auf geht's. Der Hüter des Wissens ist im Bedrängnis. Ist das vielleicht irgendwie dann auch zeitabhängig? Kann der vielleicht sogar sterben, der Hüter des Wissens? Das wäre ja lustig. Das wäre ja ein Jokus. So. Ja, schön viel Loot. Liegen da zwei übereinander? Ja. Ach, wie schön. Niedlich. So, meine Guten, dann wollen wir mal den Hüter des Wissens da rausholen. Warte mal. Ist der Hüter des Wissens da? Herr Honk von Honkheim, es wäre mir ein großes Vergnügen, wenn Sie dieses eine Mal nicht wedelnd herumstehen würden, sondern ganz einfach mal... Alter, nee, ne? Guck dir das an. No chance, ey, Digga. Na? Er macht gar nichts. Anstatt dass er sich mal bequemt, wirklich die da zu rösten, ne? Aber wäre ja zu schön. Die bringen sich eher selbst um als das. Alter, nee, ne? Ich kotze hier ins Gemüse, ey. Wirklich, was soll das? Gut, damit weißt du, vielleicht kann er wenigstens die kleinen Zaubersprüche irgendwie auf sie zaubern. Wedel, 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 wedel. Ja, wenigstens das, ne? So, du hattest noch einen vor. Warum rennst du dahin, Vögelchen? Warte. Ich will doch nur möglichst, Was? Ich will doch nur möglichst, ja, ich finde auch, was? Weißt du? Dann macht sie das einfach hier mal mit Pfeilchen, Sanyasa! Ne? Sag's mit Pfeilchen. Ja. Ich glaube, die Palastwache macht das da schon ganz alleine. Hui! Ja. Gleich noch ein. Weiche! Oh. Ja, das hat die Palastwache ganz alleine gemacht. Ja, ich versuche strategisch zu arbeiten, aber dieses Spiel erlaubt es nicht. So, ich kriege hier die ganze Zeit Questen rein. Tishianas Fall. Tarkat hat die Prinzessin gegen uns eingenommen und uns als Verräter gebrandmarkt. Zu allem Übel scheinen die drei Steinfragmente tatsächlich der Sternenstein zu sein, von dem die Schatten des Ursprungs in den Hallen des Vergessens sprachen. Kaum auszudenken, über welche Kräfte Tarkat nun verfügt. Geschweige denn, wie groß sein Einfluss auf dieses magisch geschaffene Tishiana nun ist. Er hat sich mit der Prinzessin im Thronsaal eingeschlossen, um eine Art Ritus oder Zauber zu wirken. Mit Filiassons Wissen aus seiner Zeit als Fenvarien muss es uns gelingen, die Türen zum Thronsaal zu überwinden. Also das ist gar nicht wahr hier, das ist also sozusagen eine Simulation. Na cool, Alter. Hilf Nirtana in den Hallen des Wissens. Ich bin Nirtana zur Hilfe geeilt und alle Feinde in den Hallen des Wissens sind besiegt. Haha. Ja, ist ja toll. Hab Dank für eure Hilfe. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit.
Dieses Gezuckel, Alter, ne? Nein! Das müssen doch die Entwickler von Radon Labs gesehen haben, also die Art Directors, die müssen das doch gesehen haben. Und die müssen doch genau den gleichen Anblick wie ich jetzt da gesehen haben. Wie kann man sowas sehen, ohne sich den Arsch abzulachen und zu sagen, nein, das kommt niemals in sozusagen das Final Product rein. Alter, nein, diese Animation ist, das ist schlimmer als in Far Cry 2, das... Ne, dieser Glitch. Das muss ich euch lassen, Sumura. Ihr seid ein wahrer Krieger, Tishyanas. Aha. Ich würde euch jederzeit mein Leben anvertrauen. Aha. Euer Anführer scheint nicht so zu denken. Amantir Takat hat uns zu Verrätern erklären lassen und sich mit der Prinzessin im Thronsaal verbarrikadiert. Mhm. Unser Amantir ist nun mal um das Wohl der Prinzessin besorgt. Seht ihm also sein Misstrauen nach. Ich als Amanschar der Palastwache kann nicht tatenlos zusehen, wie sich die namenlose Horde im Palast ausbreitet. Wozu obendrein gegen Verbündete kämpfen? Dein komisches Tier ist dämlich. So. Wir sind nicht hier, um gegen euch zu kämpfen. Wir wollen uns mit Fenvariens magischen Dienern verbünden. Ganz so einfach ist es leider nicht. Wir sind hier, um Amantir Takat aufzuhalten. Er ist der Verräter. Wie ist es um Tishyana bestellt? Ist die Schlacht noch zu gewinnen? Das ist eine gute Frage. Es ist vorbei. Tishyana fällt. Mhm. Selbst der Palast ist im Begriff, überrannt zu werden. Mhm. All unsere Hoffnung ruht nun auf Amantir Takat. Na toll. Er will den Palast mit Hilfe eines magischen Rituals entrücken. An einen sicheren Ort. Wir leben in einer Simulation, du. Hätte man ja was Falsches gesagt. Ja, hier das erste. Ich habe euch etwas zu sagen. Saida Bar. Was? Ich... spart euch den faulen Zauber, Sumura. Meine Loyalität liegt bei Takat. Ich bin ein Sumerer, kein Sumura. Saidaba Feya Salazar. Auf einmal wird mir alles klar. Als würde ein Schleier von mir abfallen. Ihr seid von Fenvarien geschickt. Ich werde euch gegen Takat helfen. Saidaba Feya Salazar. Auf einmal wird mir alles klar. Das ist ja wirklich wunderbar. Trari, trara und tralala. Ja, schön. Eine Stunde. Schon wieder aufgenommen. Ist ja Wahnsinn. Schweigt, Hüter des Wissens. Ihr kennt Takats Befehle. Wenn ihr euch des Verrats schuldig macht, seid ihr des Todes. Du kriegst gleich eins aufs Maul. Sumura, ich biete euch Frieden. Doch wenn ihr etwas gegen Amantir Takat unternehmen solltet, sind wir Feinde. Und jetzt geht. Verteidigt den Palast gegen die namenlose Horde und sterbt wie wir einen ehrenvollen Tod als Freund Tishyanas. Alte, du hast doch die Pfanne heiß. Ich will nicht sterben. Aber Amanschar, ich bitte euch, meine Tochter. Ihr vergesst euch, Hüter. Gerade eben habt ihr euch gegen unseren Amantir gewandt. Seid froh, dass ihr noch am Leben seid. Versucht, die Sumura für euer Anliegen zu gewinnen. Die Palastwache wird die Hallen des Wissens gegen den Feind verteidigen. Alter, du kriegst gleich so eine auf die Glocke, ey. Was nu los? Und nu? Ich werde euch beistehen, Streiter Fenvariens. Doch bitte helft mir, meine Tochter hierher zurückzuholen. Die Westentalie, ne? Alter. Hör auf, so rumzuzuppeln. Du machst mir Corona, Digga. Was ist mit eurer Tochter? Erzähl. Die ehrenwerte Amanschar ist merklich aufgebracht. Warum will sie nicht, dass ihr mir helft? Ah. So wie Fenvarien die Geschöpfe dieses Ortes beeinflussen konnte, so vermag Takat dies mit Hilfe des Sternensteins auch. Vielleicht kann meine Tochter sie überzeugen, wenn sie doch nur jemand in Sicherheit bringen könnte. Ach ja, jetzt dürfen wir auch noch deine Tochter holen. Wo ist denn die Trunzel jetzt geblieben? Was ist denn mit eurer Tochter? Ich hatte ihr erlaubt, auf die Terrassen zu gehen, auf das sie dort Ausschau nach Hochkönig Fenvariens Armee hielte. Doch eine Weile, nachdem sie losgegangen war, brachen die namenlosen Horden durch die Verteidigung und nun wird überall im Palast gekämpft. Ja, irgendwie sieht es so aus, als würde die ehrwürdige Amanschar weigert sich, ihre Palastwachen für die Suche abzustellen.
Nun bitte ich euch, meine Odania wohlbehalten zu mir zurückzubringen. Ich denke deinen Namen. Ich stehe euch gegen Takat zur Seite. Nur bringt mir meine Tochter. Das ist nicht die ehrwürdige Amansha, das ist die verblödete, verblendete Amansha. Sorgt euch nicht länger, wir machen uns sofort auf die Suche. Ihr wollt mir gegen Takat beistehen, wie wollt ihr dies bewerkstelligen? Ihr seid gewiss kein Krieger, oh nein, das sieht man. Ich kann euch helfen, Zugang zum Thronsaal zu erlangen, um Takats Verrat zu beenden. Einige Dinge kann ich selber tun, doch für andere Vorbereitungen brauche ich die Hilfe meiner Tochter. Ich mache mir solche Sorgen um sie. Du willst doch nur, dass wir deine Tochter holen. Hinterher heißt es dann so von wegen, ja gut, dass ihr sie geholt habt, jetzt, ne? Ohrschlecken und so. Ja, okay. Hab Dank. Wie bereits gesagt, sie war auf den Terrassen und hielt Ausschau. Ja, wahrscheinlich die Terrassen da unten, da, weißt du. Moment. Alles klar. Da haben wir den Händler. Ihr habt tapfer gekämpft. Doch das schöne Tishiana, es geht zu Ende. Das hier ist eine Simulation. That's not real. That's just imagination. You understand? Hab keine Sorge, es wird sich alles zum Guten wenden. Es sieht wohl so aus, der Untergang ist unausweichlich. Glaub mir, bei jedem anderen wäre ich argwöhnisch. Euch glaube ich blind. Kann ich euch meine bescheidenen Dienste anbieten? Oh, zeig mal eure Waren. Tishiana Stiefel. Geschicklichkeit 2. Nö, ich glaube, also um dieses Set zu haben, könnte man es. Aber guck mal hier, na? Wir haben ja Kohle bis zum Abwinken, also mitnehmen. Also mitnehmen. Antidot, nein, das kaufe ich nicht, weil, weiß Bescheid, ne? Das verwechselt man immer mal ganz schnell mit Sachen. Metallteile, Lederbänder. Das sind schon ein paar Sachen dabei, die man vielleicht gebrauchen könnte, ne? Vielleicht. Und da wir genügend Ocken haben, würde ich sogar fast einen Holzring. Das ist eine Kacke. Entschuldigung. Da wir genügend Ocken haben und sie sonst nirgendwo loswerden, sage ich mal folgendes. Hier Gepäer. Die Gepäer, vielleicht brauchen wir es ja noch. Und hier diese teuren Ockendinger hier. Gepäer. Guck, da sind wir schon ein paar Ocken los. Ja, jetzt haben wir natürlich unseren Händler nicht dabei und kriegen jetzt natürlich schlechtere Preise, ist klar. Aber weißt du, komm. Ich weiß jetzt gar nicht, wer hier jetzt was hat. Na? Ja, alles durcheinander gesammelt. Schön blöd. Okay. Ja, hier die Klamotten von ihm, die verscheuere ich jetzt auch. Mir ist vollkommen Wurstigkeit. Und wenn wer weint, ist mir egal. Den Schild, den will ich nicht verkaufen. Drachenzahnkeule. Flusskiesel. Was soll ich mit dem Mist? So, Bärenzähne, Wildschweinzähne. Drachenzahnkeule. Ja. So, hast du denn noch irgendwas aufgesammelt? Nö. Okay, Handel abschließen. Ja, dann heißt es wohl... Jetzt die Dame suchen, ne? Die Odania. Einbären. Nehme ich einfach mal. Ich weiß zwar nicht, ob wir jemals wieder alchemieren werden. Ich glaube nicht. Ja, ich hätte es mal lieber Honk pflücken lassen sollen, ne? Sie meuchelt das alles einfach. So. Aber, ja, dann komm mal her. Ja. Wir machen uns auf den Weg. Irgendwohin. Nee, ich glaube kaum, dass wir noch alchemieren oder sonst was für Sachen machen. Weil ich möchte jetzt einfach durch das Game durch. Ich glaube nicht, dass wir noch... ja gut, also Heiltränke und so weiter können wir immer gebrauchen. Aber hier gibt es kein Allehol. Kein Allehol, nirgends. Ich habe ja gedacht, dass wir vielleicht... Weißt du, nachdem das Add-on ja gemacht wurde, nachdem das Spiel hier schon längst draußen, nachdem das Hauptspiel draußen war, habe ich mir gedacht, dass vielleicht die Entwickler Sofa. Geschnallt haben, dass die Entwickler geschnallt haben, Digga, da fehlen irgendwie Zutaten und das dann vielleicht behoben haben. Ja, mal warum? Ach so, ja, jetzt.
Hoffentlich kann er das diesmal mal. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Schön. Okay. Da sind noch mehr. Honky kann aber keinen mehr von diesen. Also. Ich lasse ihm mal den Rest der Zauberpunkte. Wollen wir mal hier von einem versuchen? Ich habe diesen Zauber noch nie probiert. Vielleicht kann er das ja. Alter. Ich habe gedacht, wir könnten ein einziges Mal strategisch arbeiten. Okay, weißt du. Ein paar einfache Hodenkrieger. Den hauen wir einfach so auf die Hoden und fertig ist die Laube. So. Ja. Es heißt natürlich, fertig ist die Lauge. Eis Waffen hier. Für Fenvarien. Hey, ja. Schnell erledigt. Hey, schnell erledigt. Ja, ja, sehe ich auch. Ja, mach mal hier. Und dann mach mal hier. Ba'ia. Ba'ia. Achtung, Achtung Ba'ia. Ha! Armer Trutz. Da sind schon, da hinten ist ein Bogenschütze. Den sollte man recht schnell ausschalten. Sag mal, Honk, musst du dich schlachten lassen? Honky, da hinten steht ein Bogenschütze. Dieser Bogenschütze da hinten macht mir Corona, der kriegt jetzt aufs Maul. Ja. Rennschütze. Beiß Waffen hier. Ich brauche hier gar nicht so ein Gedeck aufzufahren. Beiß Waffen hier. Oh, neue Lootfässer da. Lohn ist da. Kann ihn mal einer umhauen? Dankeschön. So, ja. Wir looten das natürlich hier alles leer, ist klar. Diggi, hör mal. Ich habe mich gerade gefragt, wo wird denn hier noch, wer schießt, was schießt da Honk noch in die Gegend? Warum rennt ihr da alle hin? Seid ihr denn des Teufels? Des Satans. Guck mal, wir könnten theoretisch in die Hauptwelt zurück. Ah, es ist gerade Zeit, um eine Pause zu machen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Das machen wir dann gleich mal. Das mache ich dann gleich mal. Und 3 Stunden 40 aufgenommen insgesamt auf der Facecam, aber da sind natürlich die Pausen mit drin. Ich werde hier jetzt alles leer looten. Glaubt es mir oder glaubt es mir nicht. So. Vielleicht findet man ja noch irgendwas wirklich Passendes. Ah, guck mal, da. Was da wohl Spannendes drin ist. Sandstein? Ja, Sandstein und Goldmünze Tishianas. Im Handumdrehen. Im Handumdrehen? Das ist neu. Danke. Gut, Tote Hochelfe. Taschentuch, Parfum. Elfenschlüssel. Vielleicht kommen wir damit ja irgendwo rein. Ja, wir gehen hier nochmal alles durch. Vielleicht, nicht, dass der Herr Kittenkurm da hinterher wieder sagt, so von wegen, ach Honk, wärst du doch nur ein bisschen hin und her gegangen und hättest dieses und jenes nochmal geguckt. Ja. Also werden wir jetzt hier einfach alles absuchen. Da liegt noch ein toter Hordenmutant. Probieren wir es. Und eine tote Hochelfenwache. Guter Einfall. Die Sprüche sind cool. warum kann ich den Ogre nicht... Ah, doch gelacht. Wer doch gelacht. Probieren wir es. Also, es sieht so aus, als hätte Phileason mehr Sprüche als jeder andere. Guter Einfall. Nicht alles ablegen. Bitte nicht. Probieren wir es. Warum sollte ich mein ganzes Inventar in eine tote Hochelfenwache reinschmeißen? Sag mir das, Radon Labs. Was sollte das für einen Sinn machen? Ergeben haben sein.
Da liegt eine Frau halb im Stein. Tote Hochelfe. Ja, wer doch gelacht. Elfenschlüssel. Ja. So, die sind alle ausgeräumt. Da drüben sehe ich noch eine Vase. Ja, hier wird alles gelootet. Wer doch gelacht. Wenn wir nicht unsere Zuschauer hier in den Wahnsinn treiben könnten mit sinnloser Looterei. Sandstein. Toll. Habe ich mir schon immer gewünscht. So, hier geht's runter. Da unten sind auch noch Kisten. Aber wir gehen erstmal da oben hin und ärgern mal die Wachen ein bisschen. Hauptsache nicht in das Feuer laufen, weil hier gibt es Brandschaden. Das weiß ich noch. Dass der Großvater noch wusste, woran er sich noch erinnerte. So, erstmal hoch zu den Wachen und dann mache ich dann doch mal eine Pause. Das dürfte dann gut zu schneiden sein. Palastwache, hallo. Ich kann jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht. Halt! Auf Befehl von Amantir Tarkat ist niemandem der Zugang zum Thronsaal gestattet. Aha. Wir wollen nicht zu Tarkat, sondern zu Prinzessin Amariel. Dann gibt es keinen Grund zu bleiben. Angenehm wachen. Es spielt keine Rolle, zu wem ihr wollt. Die Tür zum Thronsaal bleibt geschlossen. Du kriegst gleich einen an die Backen, Kollege. Zur Seite, bevor ich euch niederstrecke. Selbst wenn es Abschaum wie euch gelingen sollte, mich zu besiegen, wird euch das eurem Ziel keinen Schritt näher bringen. Die Türen lassen sich nicht mehr öffnen. Wenn es keinen Weg gibt, diese Tür zu öffnen, weshalb bewacht ihr sie dann? Ach, was soll's, ich komme ja, wieder. Ja, kommt nur wieder. Es wird euch nichts nützen, verräterisches Sumurapak. Alter. Mal sehen. Mal sehen. Verschwinde, Sumura. Die Tür lässt sich ohnehin nicht öffnen. Ja. Ich will doch nur den toten Hodenmutanten da mal kurz... Naja. Ja, meine Lieben, mit diesem wunderschönen Anblick des brennenden Tishianas sage ich jetzt ganz einfach mal, gehabt euch wohl mit und schau mit Tee wie Tishiana. Wir sehen uns übermorgen wieder, wenn es heißt, wir gucken mal, was hier noch zu retten ist und was nicht, und ansonsten brennen wir den ganzen Laden wieder.